Das künftige Schwerverkehrskontrollzentrum Gernico, kurz SVKZ, spielt in der schweizerischen Straßenpolitik eine wichtige Rolle. Durch verstärkte Kontrollen der Lastwagen im Transitverkehr in Richtung Norden trägt es dazu bei, allen Nutzerinnen und Nutzern der Autobahn maximale Sicherheit zu bieten. Trotz der Inbetriebnahme des Gotthard- und des Ceneri-Basistunnels kann die Schiene nicht den gesamten Güterverkehr durch die Alpen aufnehmen. Aus diesem Grund hat der Bund in der ganzen Schweiz den Bau mehrerer Kontrollzentren entlang der Autobahnen beschlossen. Sie dienen dazu, den alpenquerenden Lastwagenverkehr zu dosieren. Nach einer sorgfältigen Analyse verschiedener Faktoren in Bezug auf städtebauliche Aspekte, Umweltauswirkungen und die Straßensicherheit wurde das Areal des früheren Stahlwerks Monteforno zwischen Bodio und Gernico als idealer Standort ausgewählt. Das Gelände des neuen SVKZ liegt unmittelbar am Fuße der Südrampe des Gotthard-Straßentunnels. Im Zuge der Vorarbeiten wurde das 170.000 Quadratmeter große Areal umwelttechnisch saniert. Seit 2018 konnten die eigentlichen Bauarbeiten beginnen. Sie dauern voraussichtlich bis Ende 2022. Die insgesamt rund 250 Millionen Franken, die der Bund in das neue Kontrollzentrum investiert, werden sich in mehrfacher Hinsicht auszahlen. In erster Linie wird durch Stichprobenkontrollen an Lastwagen und der Aufhebung der Lkw-Warteräume auf dem Pannenstreifen die Verkehrssicherheit auf der Autobahn für alle spürbar erhöht. Dank dem neuen Zentrum kann der Schwerverkehr in Richtung Norden besser kontrolliert und dosiert werden, wie dies in Richtung Süden seit der Inbetriebnahme des Kontrollzentrums Ripshausen nördlich des Gotthards im Jahr 2009 der Fall ist. Das Vorhaben im Tessin sieht die Errichtung verschiedener Infrastrukturen vor. Dazu gehören insbesondere eine Prüfbahn, entlang welcher Chauffeurinnen und Chauffeure, Fahrzeuge und Fracht gemäß den gesetzlichen Vorschriften kontrolliert werden. Eine Dosierstelle für die kontrollierte Ableitung des Verkehrs nach dem Tropfenzählerprinzip, ein großzügiger Warteraum für den Fall, dass der Verkehr nach Norden oder in Ausnahmefällen auch nach Süden blockiert ist, Abstellplätze für die Nacht- und Ruhezeiten sowie ein neuer Autobahnanschluss mit Anbindung an das lokale Straßennetz. Aber wie genau funktioniert das neue Kontrollzentrum? Der Schwerverkehr in Richtung Norden wird systematisch von der Autobahn A2 zum SVKZ abgeleitet. Bei der Vorkontrolle werden die Fahrzeuge nacheinander vermessen und gewogen, um zu bestimmen, welche von ihnen auf jeden Fall kontrolliert werden müssen. Beim Gebäude 1 führt die Kantonspolizei eine Triage durch. Dort wird entschieden, welche Fahrzeuge einer vertieften Kontrolle unterzogen werden. Diese Auswahl erfolgt anhand der verfügbaren Angaben wie Gewicht und Höhe oder aber nach dem Zufallsprinzip. Dynamische und flexible Abläufe gewährleisten einen flüssigen Betrieb und verhindern, dass sich Rückstaus bilden. Die ausgewählten Fahrzeuge werden automatisch mit einer Kontrollnummer versehen und einem Mitarbeitenden der Polizei zugeteilt. Dieser begleitet Fahrer und Fahrzeug durch die gesamte Kontrolle. Anhand der Daten der automatischen Verkehrszähler und der Frachtpapiere und im Anschluss an eine visuelle Überprüfung des Zustands von Fahrer und Fahrzeug wird entschieden, welches Kontrollverfahren im konkreten Fall durchgeführt wird. Bei technischen Mängeln wird das Fahrzeug für weitere Abklärungen zum Gebäude 2 weitergeleitet. Dort befindet sich eine Werkstatt mit den nötigen technischen Einrichtungen für eine eingehendere Prüfung. Ist das zulässige Ladegewicht überschritten, muss die Chauffeurin oder der Chauffeur umgehend dafür sorgen, dass die geltenden Gewichtsbeschränkungen wieder eingehalten werden. Fahrzeuge, die stillgelegt werden müssen oder deren Ladung beschlagnahmt wird, sowie eingezogene Fahrzeuge können im Gebäude 3 parkiert werden. Das Gelände des Zentrums dient aber nicht nur zur Abfertigung einer großen Zahl von Fahrzeugen, sondern auch als Warteraum im Falle von Verkehrsüberlastungen oder Sperrungen der Autobahn. Deshalb werden am Ende des Areals Sanitäranlagen für die Chauffeurinnen und Chauffeure errichtet. Nach ihrem Aufenthalt auf dem Gelände des Kontrollzentrums setzen die Lastwagen ihre Fahrt nach Norden fort, unter größtmöglicher Sicherheit und ohne Staus auf der Rampe zum Gotthardtunnel zu verursachen. Damit trägt das SVKZ
spürbar zur Verbesserung der Sicherheit und des Verkehrsflusses auf einer der meistbefahrenen Autobahnstrecken durch die Alpen bei. Aber auch die nähere Umgebung profitiert von der Errichtung des Zentrums unmittelbar neben der Autobahn A2. Denn durch den Bau des neuen Autobahnanschlusses erhalten Bevölkerung und Industrie in der unteren Leventina eine bessere Anbindung an das Nationalstraßennetz. Mit dem Bau des Zentrums wird ein wichtiges Projekt realisiert, das nicht nur der Industriezone Bodio Giornico, sondern der ganzen Region neue Perspektiven eröffnet.